So sieht die größte Energiesparmesse der Welt aus. So gut wie alles dreht sich um das Thema erneuerbare Energien. Noch vor 10 Jahren war das ganz anders. Die Neuheit damals LED-Lampen um 5 Euro pro Stück. Heute geht's um diese Anlagen, Photovoltaik. Rund 70.000 solcher Geräte hängen davon aktuell im oberösterreichischen Stromnetz. Bis Ende des Jahres kommen 20.000 weitere dazu. Wir haben in den letzten 2 Jahren etwa jeweils 30.000 Photovoltaikanlagen in Oberösterreich ans Netz gebracht. Etwas, was wir als Energie AG massiv unterstützen, weil wir in der Photovoltaik, im Sonnenstrom eine ganz großartige Möglichkeit sehen, in Richtung Klimaneutralität zu investieren. Klimaneutralität bedeutet auch erzeugte Energie speichern. Genau dafür investiert die Energie AG 450 Millionen Euro in ein Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee. Wenn wir auf der einen Seite massiv in den Ausbau der Erneuerbaren, Wind, Sonne, auch Wasser investieren, dann wissen wir, dass wir damit auch die Netze, die Infrastruktur zusätzlich ausbauen müssen. Wir werden bis 2035 nur in die Netze 2 Milliarden Euro investieren. Wir sind absolut davon überzeugt, dass je mehr wir in die Erneuerbaren investieren, je mehr Erneuerbare ans Netz kommen, verfügbar sind, desto billiger, desto günstiger wird auch der Strom. Energie sparen und dadurch Netze entlasten. Das funktioniert auch zu Hause. Bei der Energiesparmesse in Wels geben Experten seit knapp 40 Jahren Tipps dazu. Das Energiethema ist eines, das uns schon die letzten Jahre sehr intensiv begleitet, und die Energiesparmesse mit ihren 40 Jahren Tradition zu diesem Thema hat hier sehr viel Know-how in das Land gebracht, sehr viele Innovationen. Großer Energiebedarf ist natürlich beim Eigenheim, ob es die Wärmeerzeugung ist, ob es der Strombedarf ist, und hier gibt es eben mittlerweile durch neue Technologien, Stichwort Wärmepumpe, genauso wie Photovoltaik, Ansätze, die jeder Mann, jede Frau bei sich zu Hause installieren kann. Die beliebteste Heizform der Österreicher ist aktuell die Wärmepumpe. 2023 sind rund 43.500 österreichweit neu installiert worden. Wärmepumpe ist einfach ein innovatives Heizsystem. Gegenüber der alten Stromdirektheizung holt die Wärmepumpe den Großteil der Energie aus der Umgebung, spart so Strom und spart natürlich damit Kosten und reduziert die Rechnung. Und aus dem Grund ist sie so attraktiv. Vor 10 Jahren war es ein Run auf LED-Lampen. Heute geht es bei der Energiesparmesse nicht nur um die eigenen 4 Wände, sondern um klimaneutrale Heizung und Stromerzeugung für alle.